An der Gefäßmedizin und auch der heutigen modernen Herzmedizin fasziniert mich, dass es eine Entwicklung gab von der reinen medikamentös-konservativen Medizin, wie ich sie noch aus dem Studium kannte, zu einer sehr hochtechnisierten Medizin, bei der wir mit minimalinvasiven Methoden, kleinsten Kathetern, alle möglichen Erkrankungen und Probleme des Patienten beheben können und das auf für den Patienten möglichst schonende Art und Weise.